Roger Fatful mit dem Titel Eiswasser von seinem neuen Album Alles geht fett. Und Roger, der ist gerade, Roger und live bei mir hier im Unser Ding Studio. Servus, fett, dass du da bist. Dankeschön, einen wunderschönen guten Abend. Gut ins Saarland gefunden. Auf jeden Fall, es war entspannt und ja, gut angekommen, mit guten Vibes und gut drauf und ready für 2 Stunden Action. Du sagst es. Du bist sehr positiv gestimmt für das Jahr, wie man aus deinem Song raushören kann. Auf jeden Fall. Ist das, weil du so extrem optimistisch bist oder sieht es einfach objektiv gut aus, das Jahr? Beides. Also ich bin eh ein optimistischer Typ auf jeden Fall. Aber ja, es sieht auch gut aus. So, ich habe mir viel Mühe gegeben und jetzt kann es losgehen auf jeden Fall. Album ist da. Oh ja, auf jeden Fall. Seit dem 30. März draußen. Alles geht fett bei deinem Händler. Mhm. Oder fett. Das haben wir eben schon rausgefunden. Wie du weißt selber gar nicht eigentlich. Ist egal. Es ist egal. Fett oder fett. Es ist egal. Jeder kann es selber bestimmen. Lass einfach das Wort PHD aussprechen, wie du willst. Du hast schon mit 14 Jahren angefangen, Texte zu schreiben. Warum so früh? War dein Vater Dichter und hat dich dazu gezwungen oder wie kam es jetzt? Nee. Ich hab einfach Gedichte geschrieben am Anfang. Und ja, dann war einfach meine großen Helden natürlich Rap-Zeug so, à la Freundeskreis, Curse und so weiter. Und ja, dann habe ich das einfach weitergemacht. Ich fand das fett und das hat mir viel gebracht. Das war ein bisschen, ja, taffe Zeit damals. Und ja, die Musik und das Texteschreiben haben mir einfach geholfen, viel zu verarbeiten. Mhm. Und ja, das habe ich gemacht so. Und schon mit 14, das ist ja nicht normal. Also ja, ist wirklich nicht normal, aber es war leider damals so. Und was heißt leider? Hat sich gelohnt? Hat sich jetzt gelohnt, ja. Auf jeden Fall. Natürlich, das auf jeden Fall, ja. Du hast angefangen mit Rap, aber du bist dann ja irgendwann zum Dancehall und Reggae rüber. Genau. Wann und weswegen? Es war eben so, ich habe deutschen Rap abgefeiert ohne Ende, bis mir irgendwann mein guter und einer meiner besten Kumpels, Bubo Anton, Banton, Karl-Heinz, The Champion von den Sound Selectors, mal den ersten Reggae-Track irgendwie gezeigt hat. Er hat mir eine CD gebrannt und da war unter anderem auch One Bug von Anthony B drauf, das Original. Und das hat mich so geflasht und ich so, was ist denn das für eine Mucke irgendwie? Ja, man hat's ja von Bob Marley so mal ein bisschen mitgekriegt mit Reggae, aber ich habe mich dafür nicht so wirklich interessiert, weil mich einfach Deutschrap viel zu sehr geflasht hat. Und ja, genau. Und dann hat mich einfach der Reggae und der Dancehall gecatcht so und ich musste es unbedingt machen. Also es war so vielleicht 2002 oder 2003 rum, als es mich geflasht hat und dann irgendwann gab es einen fließenden Übergang einfach von deutschsprachigen Rap, den ich gemacht habe, zu deutschsprachigen Reggae und Dancehall. Aber auch als Rapper hast du schon gesungen. Unter gewissen Umständen, habe ich gelesen. Ja, genau. Und zwar immer, wenn ich betrunken war, habe ich mich getraut zu singen. Und damals habe ich nur, alkoholisches Wodka Red Bull getrunken. Und deswegen Wodka Red Bull, haben sich meine Jungs gedacht, ey, er singt nur und das ist auch noch geil. Wenn er Wodka Red Bull trinkt, deswegen nennen wir ihn wohl Roger Fatful. Und da ist dann das Fett wieder in Ordnung. Ah ja, daher kommt das. Also ja. Immer schon eine Affinität auch zum... Du hast immer schon Affinität zum Singen gehabt, auch als Rapper schon. Auf jeden Fall, ja. Also so tief im Herzen wusstest du schon, dass es zum Dancehall geht im Endeffekt. Ja, es hat sich 2 Sekunden nach meiner Geburt eigentlich prophezeit. Okay. Wir machen weiter mit einem Track von deinem Album. Cool. Ich habe hier den Super Duper Power. Oh ja. Der kommt jetzt. Gibt's dazu irgendwas Spezielles zu sagen? Oder? Ganz wichtig. Jeder Mensch hat Super Duper Power in sich, aber nicht jeder weiß es und lässt es raus. Und ja, viele denken, dass sie auch in der heutigen Zeit, dass sie zu nichts mehr in der Lage sind und dass sie einfach schwach sind oder ja, dass einfach nichts vorangeht. Aber jeder Mensch hat in sich Super Duper Power und man muss die finden, man muss die provozieren und rauslassen und ja, Super Duper Power für jeden da außen. Yes, we can. Ihr hört jetzt in der 103.7 unser den Kostprobe Roger Fatful mit Super Duper Power von seinem neuen Album Alles geht fett. Los geht's. Ja. Alright. Roger Fatful live on air. Unser Ding. Yeah. Ich lock mich ein und du bist on. Ich find es geiler als you.porn. Doch ich seh dich jeden Tag nur im Bildschirm. Dass du nicht bei mir bist, fickt mein Gehirn. Dein StudiVZ hast du gelöscht, denn dein Ex stalkt dich wie die Pest. Ich mobil dich auf einem Foto mit Herz und du kommentierst es zuerst. Was wären wir ohne Internet? Net, net. Was wären wir ohne Internet? Net, net. Was wären wir ohne Internet? Net, 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 net. Ohne Internet, ohne Internet, ohne Internet.
bestimmt nicht die, die wir sind. Vielleicht wären wir gar nicht mehr verlinkt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich wär schon weit weg ohne globales Netz, yeah. Ich will mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Mein Zimmer mit dir teilen, auch ohne Homezone. Sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Du gefällst mir, ich will dich niemals teilen, nur mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Mein Zimmer mit dir teilen, auch ohne Homezone. Sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Du gefällst mir, eh. Ich wüsste nicht, wo du wohnst, wie du lebst, wer du bist. Wen du magst, wen du hockst, wen du küsst. Und was du likest oder twitterst, du hatest oder big upst. Und du den VfB mehr magst als die Kickers. Lieblingsbuch und deine Lieblingsmusik. Deine Schule, deine Uni, deine Philosophie. An deiner Pinnwand steh, du hast Kinder. Gott sei Dank dahinter, ein Smiley, der zwinkert. Ich weiß so, so, so viel über dich. Du bist so low und du liebst Reggae Shit. Ey, no, go, sind vieler für dich. Gott sei Dank hab ich Nike Air Force in weiß. So viel über dich. Du bist so low und du liebst Reggae Shit. Und vor allem liebst du unser Ding, 103.7 Kostprobe. Ich will mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Mein Zimmer mit dir teilen, auch ohne Homezone. Sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Du gefällst mir, ich will dich niemals teilen. Nur mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Mein Zimmer mit dir teilen, auch ohne Homezone. Sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Nee, niemals. Ich wüsste nicht, wo du lebst, wie du wohnst, wer du bist. Und wen du magst, wen du hockst, wen du küsst. Und was du likest oder twitterst, du hatest oder big upst. Ob du den VfB mehr magst als die Kickers. Du weißt es ganz genau, das ist unser Ding. 103.7, ihr hört zu, das ist deutschsprachige Reggae Dancehall. Supporte das Teil. Und ich sage euch noch was. Ihr müsst da außen connecten, Leute. Egal, Internet hin oder her. Connectet euch, trefft euch, geht auf Partys. Macht das alles Cooles da außen. Nehmt eure Freunde, zieht sie raus von daheim. Egal, ganz, ganz egal, ganz, ganz egal. Ich will mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Mein Zimmer mit dir teilen, auch ohne Homezone. Sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Du gefällst mir, ich will dich niemals teilen. Nur mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Mein Zimmer mit dir teilen, auch ohne Homezone. Sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Du gefällst mir, ich will dich niemals teilen. Nur mit dir verlinkt sein, ohne Smartphone. Ohne Homezone, sei nicht nur mein Facebook-Chat und mein Skype. Du gefällst mir, ich will dich niemals teilen, niemals. Und an alle meine Autofahrer da draußen, egal wo ihr seid, Saarland. Nehmt eure Freunde, habt eine gute Zeit da außen. Connectet euch, nicht nur im Internet, nicht nur Skype, nicht nur Chat, nicht nur ICQ. Geht raus, connectet euch, macht zusammen was los, habt Spaß, genauso wie wir hier im Radio. 103.7, unser Ding, Kostprobe, Roger Fatfull. Ja, Mann, ihr habt's gehört. Mein heutigen Studiogast, Roger Fatfull, mit dem Titel Internet von seinem neuen Album Alles geht fett. Live, meine Güte, gibt's selten. Ja, aber es macht Spaß und ist fett. Ja, coole Sache. Jetzt ist ja schwierig, nochmal so schnell aus dem Live-Ticker hier nochmal in Gespräch zu kommen. Internet, ja. Ist ja schon eine wichtige Sache. Auf jeden Fall, ja. Am Anfang von dem Song meint man so, du wärst so ein riesen Internet-Fan, ja, und dauernd in sozialen Netzwerken unterwegs. Am Ende kommt die Kritik. Jetzt mal ehrlich, wie oft bist du im Internet und wozu nutzt du es? Ich bin relativ viel im Internet und ja, das Business läuft im Endeffekt darüber so, man kann schnell connecten miteinander, natürlich, ne, ihr weißt ja selber, E-Mails, Facebook und ja, man braucht es einfach auch als Promotion-Plattform mit Facebook und so weiter, um, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, aber die Message ist auf jeden Fall, dass man, ja, sich auch außen treffen soll, so, dass man sein Leben außen gestalten soll, sich mit Leuten treffen oder ja, einfach real life so, echtes Leben so. Nicht immer nur Internet, es gibt viele Leute, die hängen die ganze Zeit davor ab oder spielen Spiele, irgendwas. Suchtgefahr ist toll. Auf jeden Fall und kommen nicht mehr raus und ja, verpassen das ganze Leben da außen und das ist meiner Meinung nach scheiße. Deswegen rausgehen, Leute treffen, connecten miteinander, das ist die Message. Oder man gibt viel zu viel von sich preis in Facebook. Ja? Zum Beispiel, ich bin gerade am Klo oder übrigens, ich bin gerade in Urlaub für alle Einbrecher. wie gehst du damit um? Bist du da ein bisschen vorsichtig auch? Oder? Ja, also ich schreibe kaum irgendwas Persönliches rein. So. Ja. Ich habe es wirklich einfach nur als Promo-Plattform und sag Bescheid, es kommt eine neue Single oder hier bin ich live on stage oder on air, wie heute zum Beispiel. Und ja, nutze es als Promo-Plattform einfach.
Kennst du das auch, wenn man sich so im Internet schreibt mit Leuten, dann ist man super down miteinander und man ist voll eng und schreibt sich private Sachen und dann trifft man den irgendwo draußen und man kriegt noch nicht mal ein Hallo zu hören, obwohl der weiß, dass du das warst. Ja, auf jeden Fall gibt's, ne, gibt's. Ja, ich finde es auch auf jeden Fall irgendwo crazy auf der einen Seite, vor allem halt Kids, die damit aufwachsen so und hunderte Freunde haben oder so und fast keinen davon kennen so wirklich halt. Und ja, ist halt so eine zwiespältige Sache, aber ja, es ist gut auch um zu connecten natürlich, aber da draußen spielt das richtige Leben halt so und da draußen geht's ab und das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Da sind die Menschen. In dem nächsten Song, den wir jetzt von dir hören, da geht's auch um dich als Mensch. Mhm. Also wenn du jetzt so in ein paar Sätzen erzählen müsstest, wie du so drauf bist, also wie jetzt, ja, dann was sind so die prägnantesten Dinge, die dich so ausmachen als Charakter? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, so selbstanalysemäßig, aber ja, ich bin, glaube ich, ein netter Kerl. So, ich will niemandem was Böses. So, ich versuche allen zu helfen, egal ob es einen, keine Ahnung, meinem Neffen bei den Schulaufgaben ist oder einer alten Oma über die Straße. Und ja, ich bin nett, hilfsbereit und alles Positive, was man sich vorstellen kann. Und das, die Zusammenfassung davon, wir machen jetzt nur einer, ja? Mhm. Spielen wir jetzt von deinem Album. Um was geht's da? Nur einer, da geht's, ist ein einsamer Song. Also es geht darum, dass, ja, es gibt Leute einfach da außen, die sich sehr einsam fühlen, obwohl wir so viele sind. Wir sind 7 Milliarden Menschen und wir sind 80 Millionen in Deutschland, aber ja, viele fühlen sich einsam und missverstanden und darum geht's einfach, dass man, obwohl man nur einer von vielen Millionen oder einer von Milliarden ist, dass ja man nicht verzweifeln soll. So, wir gehören alle zusammen und keiner ist allein. Roger Federer mit nur einer von seinem neuen Album. Das geht fett. Los geht's. Pace. Das war wieder Roger Federer mit dem Titel Lass sie alle labern von seinem neuen Album. Alles geht fett. Ja, und der Roger, der ist immer noch live bei mir im Studio. Immer noch. Ja. So, mal apropos, sei doch wie du bist, ne, das kann man ja auch so ein bisschen anders verstehen. Also mal dahingestellt, jemand kommt zu deinem besten Freund, steckt dem die Nase zu Brei und du fragst, ey Alter, warum hast du das gemacht? Und der sagt, ja, ich bin halt aggressiv. Ja. Gibt's da bei dir irgendwo eine Grenze, wo du dann sagst, Junge, sei einfach mal nicht so, wie du bist? Natürlich, natürlich. Es ist ja auch echt positiv gemeint. Es ist im positiven Sinne gemeint, bleib so, wie du bist oder sei, wie du bist, wenn du positiv bist und wenn du Gutes ausstrahlst. Natürlich halt. Ne, wenn einer, ja, nur ein Beispiel. Ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und ja, aber es ist ja genauso wie bei, ne, it's not where you're from, it's what you rock. So, aber wenn what you rock ist, dass du, keine Ahnung, ne, rechtsradikale Partei gründest, dann ja, trotzdem nicht watch your rock so. Es geht um Positives einfach so. Ja, oder die Leute, die dann so sagen, wir sind wahnsinnig tolerant, aber die Leute, die nicht tolerant sind, mit denen will ich absolut nichts zu tun haben. Ja, ja, ja. Nee, sei wie du bist und bleib so wie du bist, wenn du gut drauf bist so. Und ja, wenn du Liebe verbreiten kannst. Ja, schön gesagt, ja, so, aber dann wäre die Welt auch besser, ja? Vielleicht, kann ja sein. Ja. Wir sind ja keine Weltverbesserer, oder? Aber vielleicht ein bisschen. Im Kleinen. Im Mikrokosmos. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Jawohl. zu was anderem. Du hast, ich hab von dir gehört, du hast im Moment nur die Musik. Also du konzentrierst dich da vollkommen drauf. Hast keinen Plan B. Nein. Ist ja schon eine schwierige Situation, oder? Oder genießt du es einfach? Auf jeden Fall, nee, es ist schwierig so. Aber es hat sich bei mir einfach herauskristallisiert, dass ich einfach nur die Musik machen will. Eigentlich seitdem ich das erste Mal einen Stift in der Hand hatte und das erste Mal in ein Mikrofon reingerappt oder gesungen habe, war mir klar, ich will das machen so und ich will mit nichts anderem meine Zeit verschwenden im Endeffekt. Mhm. Und ich will, ja, Musik machen und den Leuten was Gutes damit geben. Mhm. Und ich weiß, viele Leute sagen auch zu mir, yo, hey, was ist denn, wenn das mal nicht mehr läuft oder so? Was ist denn, wenn du mit dann? Was würdest du machen, wenn jetzt zum Beispiel deine Stimme versagen würde? Ich denke, dass ich mit meiner bisherigen Erfahrung eventuell doch einfach im Musikbusiness auch bleiben kann. Egal, ob A&R-mäßig oder so, oder ob ich auflege, oder ob ich Clubbesitzer werde, oder Künstlerbetreuer, oder produziere, ja, genau. Also ich denke, dass ich einen Weg oder einfach, ja, einfach bei der Musik irgendwie bleib und
Ja, und ich hoffe, das klappt auf jeden Fall. Ich gebe auf jeden Fall mindestens 1 Million% dafür. Also heute eine Kostprobe, bleiben wir auf jeden Fall bei der Musik. Und wir machen jetzt auch weiter mit einem Track von dir. Und aber nicht aus der Konserve, nämlich wir machen es wieder live. Wir machen es hier live in der Kostprobe. Wir machen es live. Der Track heißt Kein Mensch. Ja. Und von deinem Album Alles geht fett. Und ja, hauen wir das Ding einfach mal rein. Hauen wir mal rein. Los geht's. Das Eiswasser. Aber wir können auch Eiswasser. Kleinstadt, Kids bekommen Metropolen-Flavor. Altersheimbesitzer dissen Dieter Bohlen-Hater. Der Kiez hört die Beats mit dem kleinen bisschen etwas. Oben am Balkon kickt der kleine dicke Fettsack. Mini-Augenblick und der Tag ist vorbei. Und wieder mal nur Müll hier im Artist-Verleih. Das Weed ist aus Blei und der Alk ausverkauft. Die kleinen Zehnscheine und Vertrauen im Nikolaus. Volks- und Reifweißen-Punk stehen Schlange vor den Dissen. Geile Menschen stehen vor Mac und wollen pissen. Bombo klatt hier und ein Rascal. Da. Mutterschaftstest nur am Vatertag. Kollabi mit mir oder kollaborier mit Gott. Mit 10 Canon Barbie und mit 11 Island Pop. Um die halbe Welt gekommen ohne Box and Stop. Der Kleine fordert Props, eh? Denn alles geht fett dieses Jahr. Und niemand kann es stoppen, wir fühlen das. Mal ehrlich, alles geht fett dieses Jahr. Und nicht mal Eiswasser kühlt das. Die Holding, alles geht fuck dieses Jahr. Und niemand kann es stoppen, wir fühlen das. Mal ehrlich, alles geht fuck dieses Jahr. Und nicht mal Eiswasser kühlt das. Yeah, alles geht wie? Unser Ding geht. Kostprobe geht. 103,79. Ein Penthouse, Logen feiern, Gogos auf den Klos. Pubertine tätowieren sich Roger auf den Po. Kinderzimmerposter hängen wieder mit Niveau. Die ganze Stadt ist verkackt und stinkt widerlich nach Kot. Airplay, Bosse, Bossen, die bloß hier Setup. Vom Dach hört man Fachmänner, get up. Mit 200 km/h aus der Bahn, so wie Senna. Wenn alles durchflippt, gibt es mich bei deinem Händler. Alles geht fuck und von alleine geht nix. Siebenschläfer tarnen sich mit peinlichen Hits. Gangster in der Gangway warten auf den Sitz. In der Zwischenzeit wird the Dancehall big. Kollabi mit mir oder kollaborier mit Gott. Mit 10 Canon Barbie und mit 11 Island Pop. Um die halbe Welt gekommen ohne Box and Stop. Der Kleine fordert Props immer noch. Denn alles geht fett dieses Jahr. Und niemand kann es stoppen, wir fühlen das. Immer ehrlich, alles geht fett dieses Jahr. Und nicht mal Eiswasser kühlt das. Die Holding, alles geht fett dieses Jahr. Und niemand kann es stoppen, wir fühlen das. Mal ehrlich, alles geht fett dieses Jahr. Und nicht mal Eiswasser kühlt das. Die Holding, Roger Fatful, 30.03. kam's raus, alles geht fett. Boom. Ja, Mann, in der Kostprobe. Roger Fatful, live. Fett. Und derbe. Was geht? Ja, cool, auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, du weißt es ja selber, aber hier ist echt abgefahren. Es ist total, es ist nur für alle, die, ja, ein Künstler, der normalerweise auf der Bühne steht, plötzlich im Radio vor einem komischen Mikrofon so ein Ding zu machen, ist auf jeden Fall eine ganz andere Situation. Ne? Es ist wirklich anders, ja, es ist wirklich anders. Definitiv. Weiter geht's jetzt mit Reggae aus der Schweiz. Hast du schon was von Phenomenon gehört? What? Ob ich schon mal was von Phenomenon gehört habe? Das ist mein aller Lieblingsartist. Mein aller Lieblingsartist. Ohne Scheiß. Aus der Reggae- und Dancehall-Szene und auch weit darüber hinaus so. Phenomenon, auch Big Up Elijah, Big Up Dodo, Big Up Everybody so. Aber Phenomenon ist der absolute Killer. Big Up Phenomenon, you know? Los geht's. Phenomenon mit Gib Danke. Aber Vorsicht, es wird schwierig, das Ganze zu verstehen. Für euch vielleicht. Ihr hört 103.7 unter den Kostprobe. Los geht's. Yeah. Gehört meinen heutigen Studiogast Roger Fatful mit Ich mach deutschen Dancehall von seinem neuen Album Alles geht fett. Der Roger ist immer noch live hier im Studio und ja, von dem Album hast du auch welche hier liegen, ne? Jo, 3 an der Zahl. Und das Album, das, wenn man sich nicht kaufen will oder gerade nichts beiseite hat, dann kann man das jetzt gewinnen. Das geht ganz einfach. Einfach anrufen unter folgender Nummer. Ruft einfach an unter der 0681 602 1037. Ich wiederhole 0681 602 1037. Da gibt's 3 handsignierte CDs für euch zu gewinnen. Alles geht fett von mir, Roger Fatful. Und ich gehe auch selber ins Telefon. Wir können ganz kurz flirten, wenn ihr Bock habt. Ruft an, holt euch das Teil.
wenn ihr eh immer Glück habt, dann werdet ihr auch jetzt gewinnen, auf jeden Fall. Und derjenige, der durchkommt, hat gewonnen. Wir sagen euch dann gleich die Gewinner durch. Ja, Roger, du gehst ans Telefon jetzt und hier geht's erstmal weiter mit Fugees und dem Titel No Woman, No Cry. Ihr hört die 103.7. Alle vom Label Root Down Records aus Köln. Einer der Labels im Bereich Reggae und Dancehall überhaupt übrigens. Ja, und immer noch bei mir im Studio, Roger Fatful, live für euch. Hammerhart, voll geil, super fett. Ja, Mann, du bist auch vom Label Root Down Records. Ja, was und sehr Zufall. Froh und stolz. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen übers Label. Was ist das für ein Label, für alle, die es nicht wissen? Ja, was soll ich sagen? Es ist das derbste und dickste Label, wenn es um deutschsprachigen Reggae und Dancehall geht, aber auch um Reggae und Dancehall und die ganze Kultur überhaupt. Das heißt, wir haben nicht nur deutschsprachige Artists dabei, sondern mittlerweile auch internationale Artists und ja, im Hip-Hop könnten wir jetzt sagen, ja, wir sind die Fettesten und die Geilsten und so, aber bei uns gibt es nur ein Wort dafür im Reggae, es gibt einfach nur, wir sind Root Down. Alright? Ja, also schon das Label zur Marke gemacht. Auf jeden Fall. Du kannst auch, egal, alles geht Fahrt, alles geht Root Down, das ist genau die gleiche Aussage auf jeden Fall. Du bist noch gar nicht lange da. Seit wann? Ich bin da seit Anfang 2009. Okay, ist ja schon ein bisschen. Ja. Genau. Wie kam es zustande? Ja, ich war viel mit meinem Sound, Hurricane Sound, unterwegs in ganz Deutschland. Fetter Sound, auch Grüße raus an meine Jungs, Giardena, INS, Dead Mike. Und ja, die haben mich mitgenommen damals auf ihre ganzen Konzerte und Auftritte und ich konnte immer 10, 15 Minuten spielen, meine Songs einfach. Ich habe Zeit bekommen und konnte die überall präsentieren in ganz Deutschland. Ja, und dann sind die Jungs auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und ja, und dann kam mal eine E-Mail und ein Anruf und genau, und dann war ich mit dabei. Ja, so in leicht geht's. Ja, genau. Man stellt sich immer so vor, oh, da jetzt irgendwie da irgendwo Fuß zu fassen, das Anruf. Ja. War das immer schon ein Label, wo du gedacht hast, da will ich mal hin? Ja, es ist ein Label, das ich halt auch schon länger gekannt habe, noch bevor ich irgendwie auch Reggae und Dancehall gemacht habe. Und ja, man kannte halt Nosliff, man kannte Mono Nikitamann, Maxim und ja, es ist einfach fett, da zu sein und ich bin echt stolz drauf und ich danke den Jungs für alles, was sie für mich bis jetzt getan haben und noch tun werden und ich gebe mein Bestes, Root Down Forever und Root Down to the World Number One. Das Label hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass du ziemlich Voreck warst, vor ziemlich größeren Acts dann plötzlich. Genau. Wer hat dich mitgenommen? Ich durfte dann 2009 im November bei der Alles geht Fahrt, bei der Heiß und Laut Tour 2.0 mit Nosliff spielen. Das waren ein paar Städte und genau, und aber auch einzelne Gigs von Mono Nikitamann und so weiter und so fort. Es ja, super fett, einfach größeres Publikum. Ich konnte meine Musik vor viel mehr Leuten präsentieren und es war einfach der Hammer. So. Und es ist immer noch der Hammer. Du trittst im Moment auch ziemlich oft auf, oder? Ja, die Alles geht Fahrt Tour ist gerade am Laufen. Ihr könnt euch informieren unter www.roger.de oder auch einfach mal Roger oder Roger Fatful googeln und dann findet ihr alles, was ihr wissen müsst, alle Infos. Guckt euch einfach um und googelt zum Beispiel auch rootdown-music.com. Da steht auch alles Wissenswerte. Und wenn ihr auf die Unser-Ding-Seite geht, unter die Kategorie Kostprobe, da findet ihr auch mal nochmal den Namen. Genau. Und dann könnt ihr das alles eingeben und findet das auf jeden Fall. Stoßt ihr ja von alleine drauf. Mal was anderes. Gibt noch, gibt's eigentlich jemanden, wo du sagst, mit dem will ich unbedingt mal zusammen Musik machen? Phenomden. Wenn wir schon hatten, ja. Phenomden und ja, Bob Marley. Aber ich denke, Phenomden wird schwieriger. Aber einen hast du ja schon auf deinem Album. Zwei sogar. Ich bin, ja, ich habe mit Nosliff einen Song gemacht. Ich bin unheimlich stolz. Auch Big Up an Nosliff. Vielen Dank dafür. Und ja, auch mit Slowner, meinen alten Homie, meinen Rootdown, ja. Rookies, Kollegen. Und ja, super fett. Big Ups an die beiden. Slowner, Nosliff, ihr seid crazy. Das Feature mit Slownstar hören wir noch. Und jetzt erstmal das mit Nosliff. Wunderbar. Das Teil heißt Nach Mitternacht. Genau. Bist du so ein Nachtmensch? Auf jeden Fall, na klar, ich bin Künstler und Artist. Wochenende eh immer nachts und dann dreht sich der ganze Lebensrhythmus rum und der Tagesrhythmus. Und ja, es gibt ja auch keinen Montag, Dienstag, Mittwoch quasi mehr. Es gibt hell und dunkel und noch mehr dunkel als hell da außen. Und jetzt hört ihr Roger Fatful mit Nosliff und dem Titel Nach Mitternacht. Ihr hört 103.7, unser Ding, Kostprobe, immer noch. Los geht's. Bei mir im Studio live ist der Roger Fatful für euch. Still.
mit seinem Album Alles geht fatt. Und davon haben wir eben welche verlost. Genau, 3 Stück an der Zahl. Und die Gewinner stehen fest. Die Gewinner stehen fest. Einmal Big Up an dich, Marcel. Du hast gewonnen aus Wennesweiler. Du bekommst eine handsignierte CD. Dann noch mein Man Dominik aus Illingen. Auch Big Up an dich. Vielen Dank fürs Anrufen. Und dann die wunderbare Annette aus, Annette natürlich, aus Saarbrücken. Und mach dir keinen Stress, ich bin 26, du wärst es gerne. Aber ich werde auch mal 44 und mit 44 geht das Leben los. Big Up Annette, an dich, Saarbrücken, Big Up. Big Up an alle, meine Güte. Ja, Big It Up, everybody, each and everybody. Wir hören gleich den Song, den wir eben schon so halb angekündigt haben. Nämlich dein Feature zusammen mit Sloane Star. Oh ja. Der Sloane Star, der kommt aus Offenburg. Jo, ne? Genau, Offenburg. Wie ist die Connection zustande gekommen? Ja, wir wurden damals beide, also wir kamen beide zu Rootdown, ich am Anfang und dann kurz darauf er, als Rootdown Rookies, haben dann zusammen ein Toe-to-Toe-Album gemacht, auf dem 11 Songs drauf sind, einer zusammen und dann jeweils abwechselnd Solo-Songs von ihm und von mir. Mhm. Genau, und waren dann auch unterwegs, haben das Teil in ganz Deutschland repräsentiert und haben uns kennengelernt. Und ja, Big Up Sloane natürlich, er ist ja. Ein fantastischer derber, Künstler. Und derber Live-MC. Auf jeden Fall. Er ist einfach super, super fett. Super, super fett. Und Big Up Sloane. Auch auf Rootdown Records. Auf jeden Fall, na klar. Na klar, ich sag's doch. Alles geht Rootdown. Dieses Jahr. Der Track, den du mit ihm gemacht hast, der behandelt ein gewisses Thema, nämlich Frauen, die gerne Sex haben. Soll es ja geben. Soll es geben, ja. Und die das schamlos ausnutzen. Um was geht's genau? Also, was für ein Typ Frau ist gemeint? Ja, einfach die Mädels, die ununterbrochen irgendwelche Typen mit nach Hause nehmen, was ja eigentlich auch gar nicht schlimm ist, aber ne, nicht vergessen, immer safety first, so spielt nicht mit eurem Leben oder irgendwas. Aber ja, an die Mädels, die mal gern jemand mit nach Hause nehmen. Einfach so. Also. Ich habe so den Eindruck, dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht so gern über Sex reden, weil irgendwie das in unserer Gesellschaft sich nicht schickt. Ja? Ja. Siehst du das auch so? Oder ich habe so meine. Also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Aber die meisten so, nee. Ja, ja, das sagen die einfach so. Nee, ich glaube, sie haben alle Spaß am Sex, genau wie wir. Sonst wären wir gar nicht hier. Ohne Sex wäre ja, keiner von uns hier und Sex ist gut und. Ja, habt hast Sex, du? Aber schützt euch bitte. Safety first, Roger says so. Hast du schon mal, dann, das heißt ja immer, Frauen reden nicht so drüber, aber dann schon mal ein Gespräch so belauscht, wo dann Frauen unter sich sind? Nicht nur belauscht, ich habe auch schon direkt mit vielen Frauen über Sex gesprochen, auf jeden Fall. Oder ist der, da ist, das habe ich verpasst. Ey, einfach machen, ist kein Problem, das ist ein super Thema. Ja, und dann hören wir jetzt dich und Sloane Star. Genau, mit dem Song Bad. Ihr hört die 103.7. Unser Ding, Kostprobe. Ja, Mann, los geht's. Ach ja, ihr habt gehört, Roger Fatful, meinen heutigen Studiogast mit dem Titel Das Leben ist schön von seinem neuen Album Alles geht fett. Ja, und Roger ist natürlich immer noch da. Immer noch da, immer noch. Immer noch. Es gibt kein Ende. Ja, dein Album ist raus. Diejenigen, ja, oder denjenigen, denen das gefallen hat, die wollen sicherlich wissen, wo man sich's bestellen kann. Kannst ja nochmal raushauen. Man kann sich's bestellen über den Rootdown Shop. Einfach Rootdown Music googeln. Man kann sich's bestellen natürlich für die MP3 Freaks so auf Amazon, auf iTunes. Es gibt auch in den großen Städten in Deutschland das Album bei Mediamarkt, bei Saturn und bei Müller. Mhm. Und ja, genau, wenn ihr es nochmal genau nachlesen wollt, dann einfach www.roger.de, www.rootdown-music.com und einfach gucken. Da stehen dann auch die Termine von deinen nächsten Live-Auftritten drauf, genau. Weil du ja gerade auf Tour bist. Genau, Alles geht fett Tour 2012, kommt vorbei, ich freue mich. Sind schon irgendwelche nächsten Projekte geplant oder konzentrierst du jetzt dich erstmal auf das Album? Oder bist schon am Schreiben für was Neues? Ich bin immer am Schreiben so. Auch wenn ich so einen Fehler wie jetzt zum Beispiel gerade mache, dass ich kurz aussetzen muss, dann kommen neue Skills und neue Styles und Ideen in meinen Kopf und das verdreht ganz kurz für mein Gehirn. Und ja, nee, ich bin immer am Start und es wird fett werden, nicht nur dieses Jahr, ich kann es euch versprechen. Big Up. Big Up. Einen Song hören wir noch von dir und zwar nochmal live. Gott sei Dank. Wir wollten eigentlich eben den Track schon spielen, dann habe ich dir einen
anderes Instrumental, andere Musik reingelegt und du hast spontan den anderen gemacht. Jetzt bringen wir aber keinen Mensch. Jetzt bringen wir keinen Mensch, ja. Ich habe dir den Arsch gerettet. Nee, ey, ist doch alles, wie gesagt, hier ist kein Dieter Bohlen, hier ist alles real, you know. Live, und deswegen machen wir jetzt live. Kein Mensch von deinem Album, los geht's. Alright. Alright, alles geht fad. Holt euch das Ding, wenn ihr Bock habt. Der Song heißt Kein Mensch. Yeah. Ich bin manchmal ein Mensch, fast ohne Herz, das ihn lenkt. Ich bin ein Mensch, der manchmal nicht an Träume glaubt, wenn er pennt. Ich bin ein Mensch, der manchmal zweifelt an dem Scheiß, den er sieht. Ich bin ein Mensch, der manchmal glaubt, dass es Liebe nicht gibt. Ich bin ein Mensch, geplagt von gestern und dem Scheiß, dem er blieb. Ich bin ein Mensch, der manchmal eigentlich die Props nicht verdient. Ich bin ein Mensch, der manchmal lügt, verschweigt und betrügt. Ich bin ein Mensch, der niemals beeft, außer ihr wollt den Krieg. Ich bin ein Mensch, der positiv ist, höflich und friedlich. Bin ein Mensch, der überall und zu jeder Zeit sein Peace gibt. Ich bin ein Mensch, der Ängste kennt und weiß. Ich bin ein Mensch, der sich für kein Geld ändert, nein. Ich bin ein Mensch, der keinen Plan hat, außer das hier. Ich bin ein Mensch, der manchmal einigen zur Last wird. Ich bin ein Mensch, dessen Name man nennt. Doch eigentlich bin ich ein Mensch, den ich selber nicht kenn. I fall back. Yes. The whole world watch me. And if I die, I smoke the ounce in the dark. Big up auch an my man, DJ Wax 865. Fette Cuts, fetter DJ. Auf dem Album drauf, checkt's euch aus. Ey, du kannst gehen, wohin du willst, wer frickt dich morgen danach? Du bist nur einer unter vielen in diesem mordenden Staat. Du kannst vergeben und vergessen, doch verzeihen niemals. Du bist nur einer unter vielen, hey, peis doch mal. Du kannst gehen, wohin du willst, wer frickt dich morgen danach? Du bist nur einer unter vielen in diesem mordenden Staat. Du kannst geben und vergessen, doch verzeihen niemals. Du bist nur einer unter vielen, hey, peis doch mal, yes. Holt euch das Album, seit 30.03. draußen. Alles geht fad, 2012. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Roger Fatfull, unser Ding. 103.7, merkt euch das. Das sind eure zwei Zahlen. 103.7, die Kostprobe. Roger Fatfull, alles geht fad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch big up an die Gewinner und big up an alle Zuhörer da außen. Yes! I fall back. The whole world watch me. And if I die, huh? Yes, I fall back. The whole world. And if I die, what? I smoke an ounce in the dark, yes. Big up unser Ding, big up Kostprobe. Big up 103.7. Big up Rootdown Family, big up an jeden, der deutschsprachigen Reggae und Dancehall unterstützt, der überhaupt Reggae und Dancehall unterstützt. Wir lieben euch, Rootdown und Roger Sesso. Vielen, vielen Dank. Ja, 103.7. Meine neuen Lieblingszahlen, ich schwör's euch. Ja, klar, normal. Kostprobe ist immer für dich da. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin auch immer für euch da. Ja, so viel lieber an einem Abend. Positive. Ja. Stay positive. Ey, cool. Ich freue mich wirklich, dass du da warst. Das war jetzt dein letzter Einsatz. Viel, viel Glück mit dem Album. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch Gesundheit und Glück auch außermusikalisch. Und haust einfach rein. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ja? Vielen Dank fürs Einladen. Es war super hier. Ich komme gerne wieder. Und ja, danke für alles. Und auch dir Gesundheit, Glück und guten Sex. Ciao, Roger. Ciao. Macht's gut. Weiter geht's jetzt mit Gentleman und dem Titel Damn Gun. Ihr hört 103.7, unser Ding, Kostprobe.